Willkommen zurück zu einer neuen Folge von LS19 Pharmatown. In den letzten Tagen haben wir ja bereits die anderen Felder hier vorne bearbeitet. Heute steht noch das ehemalige Haferfeld an und auch hier soll natürlich fleißig Gülle ausgebracht werden, sodass wir dann danach irgendwie Zwischenfrucht oder was anderes ausbringen müssen. Müssen wir nochmal ein bisschen in den Plan schauen, was da jetzt am besten funktioniert. Aber davor wird hier das Güllefass erstmal wieder geöffnet und dann heißt es raus damit. Ja. Das passt. Da hinten natürlich auch wieder der Oliver, der hier nach wie vor auf dem Hof tätig ist, solange es hier nämlich was zu arbeiten gibt. Ich muss sagen, so rückblickend hat mich die ganze Sache mit, ja gut, los geht's, mit dem Nachbarort Südhämmern nicht ganz so überzeugt. Ich meine, es ist keine schlechte Region und klar, unser Hof wäre auch gut gewesen, aber ich glaube, so ein friedliches Zusammenleben, mit einigen Ausnahmen wie hier, wird man da vermutlich nicht hinbekommen. Denn wir haben es ja gehört, die anderen sind sehr, sehr enttäuscht, sehr, sehr unzufrieden mit ihren Objekten, haben da viele Fragen gehabt, waren nicht wirklich begeistert. Und ich glaube, da sind die nächsten Konflikte schon wieder vorprogrammiert. Nur eines sollte ich machen, das Güllefass auch anschalten. Ich glaube, ich muss hier einmal schnell nochmal Hand anlegen. Jetzt funktioniert's. Okay, manchmal muss man da nochmal genauer drauf achten. Ihr merkt aber, so richtig entschieden bin ich nicht und ich habe lange drüber gegrübelt. Ich nehme es erstmal noch nicht an und wenn dann irgendwann der Zeitpunkt naht, ja, dann werde ich mich entscheiden müssen. Es fällt mir alles nicht so ganz einfach. So, ach, sind da hinten unterwegs. Ach so. Jo, Moment. Was ist? So, die Tiere habe ich jetzt fertig soweit. Ja. Die Hühner gefüttert, die Eier ein bisschen zusammengepackt, Hügel nachgeguckt, das passt alles. Okay. Aber was ich dir noch sagen wollte... Warte mal, ich muss mal gerade... Ich habe, glaube ich, vergessen... Moment. Ich hatte hinten, glaube ich, noch das offen. Ich glaube, das gerade... Ja, muss ich mal kurz eingreifen. So, was ist dein Anliegen? Wir müssen ein bisschen schnell machen, weil der Oliver da hinten schon kommt. Meine Eltern sagten irgendwas davon, dass der Peters angeblich schließt. Der macht heute einen Schlussverkauf. Der Peters? Ja. Ein Schlussverkauf? Also, was heißt ja, das? Ja, ich habe keine Ahnung. Also angeblich macht er heute so ein Sale, so ein wie ein Sommerschlussverkauf so ungefähr. Als wenn also angeblich will er schließen, ja. Der Peters will... Aber der hatte uns doch gar nichts... Der hätte uns doch Bescheid gesagt. Wir waren doch letztens noch da bei ihm und haben... Das kann ich mir nicht vorstellen eigentlich. Ich weiß es nicht. Also bist du dir ganz sicher? Ja, also der Peters schließt bei uns. Das sagten die heute Morgen. Die fragten, ob der Peters bei uns in der Ortschaft sind. Ich so, ja, wieso? Und dann sagten die, ja, der schließt. Aber wieso, weshalb, warum? Lass uns mal Folgendes machen, damit es hier weitergeht, damit wir keine Zeit verplempern. Übernimm du am besten mal das Güllefass hier vorne. Oliver bleibt hinten in dem Fendt und ich nehme mal schnell den Güldner und ich fahre mal schnell bei dem vorbei. Das stimmt vermutlich nicht, also ich kann mir das nicht vorstellen, aber dann haben wir es einmal kurz gecheckt. Wäre ja blöd, wenn das jetzt tatsächlich war. Sein würde. Du bist fertig, sagtest du, ne? Ich bin fertig. Die Tiere sind alle gefüttert, das passt soweit. Ja, dann fahre ich mal schnell vorbei. Wir sehen uns dann gleich wieder, ne? Hoffentlich macht er gerade keine Mittagspause oder so. Bis gleich. Tschüss. Bis gleich, tschüss. Das kann nicht sein, dass der Peters schließt. Wir haben ja letztens noch mit dem geredet und haben da irgendwie einen Plan entwickelt, wie es hier weitergehen soll. Also, so plötzlich wird man ja nicht insolvent. Kann ich mir nicht vorstellen. Mal Vollgas hier. So. Komme ich denn hier jetzt am besten rum? Mal kurz hier vorne wenden. Ja, jetzt hier nochmal schnell lang. Und dann vorbei an unseren Feldern zu Herrn Peters. Bin ich gespannt, was uns da erwartet. Da sind wir wieder. Hoffentlich nicht ein letztes Mal auf diesem, auf diesem speziellen Weg, auf diesem unbefestigten Weg mit dem Güldner hier vorne. Das sieht aber eigentlich ganz normal aus. Also irgendwelche Schilder hier habe ich auch noch nicht gesehen. Ich kann mir es nach wie vor nicht vorstellen, dass hier irgendwas nicht stimmt, dass hier irgendwas vorbei sein soll. Das war, glaube ich, eine Falschmeldung. Aber gut, dann schnacken wir mal wieder mit Herrn Peters. Vielleicht hat er auch ein gutes Angebot. Wir schauen mal. Mal gleich hier vorne.
So. Gut. Machen wir den Motor aus und dann schauen wir mal kurz nach. Ah, ist er schon. Moin! Moin, Herr Peters. Herr Meier, ja. Bisschen Abstand halten, ne? Wieso? Corona, ne? Ja, ja. Achso. Ja, stimmt, da reden im Moment alle drüber. Achso, okay. Ich wollte bei Ihnen mal kurz vorbeischauen, weil mir mein Mitarbeiter sagte, der hat irgendwie von seinen Eltern erfahren und woher die das wissen, weiß ich auch nicht, dass hier der Shop schließen soll. Das ist Quatsch, oder? Nee. Nee, eigentlich nicht. Also, ist nicht Quatsch. Da ich auch, ne? Herr Peters, hä? Wir haben doch letztens erst... Herr Peters, das kann doch nicht sein. Ich war mir gerade noch sicher, dass das absolut falsch ist, diese Information. Aber jetzt, ist das jetzt hier irgendwie ein Scherz? Sind hier irgendwelche Kameras oder was? Ist das jetzt hier irgendwie... Ja, da oben ist noch eine Überwachungskamera. Herr Peters, was ist los? Letztens haben wir uns erst zusammengesetzt und Sie haben irgendwie gesagt, dass wir da irgendeine Lösung finden und jetzt... Ja, das Geschäft läuft ja auch alles und aber... Ja, dann habe ich noch mehr die Frage, woran liegt's? Also passen Sie auf, Herr Meier, Sie kennen ja noch meinen ehemaligen Azubi, ne? Ja. So, und der wollte sich auch selbstständig machen und dann habe ich gesagt, ja. Und dann kamen halt die Ideen zustande, ich habe mir das in Südhemmern da mal angeguckt, das ist ja jetzt nicht viel weiter, dass ich das mit dem zusammen mache. Daraus ist das dann entstanden. Also, ich weiß nicht, was für ein Angebot jetzt der Typ von dieser Firma Ihnen gemacht hat, aber das heißt, Sie packen jetzt Ihre Sachen und ziehen nach Südhemmern, oder wie muss ich das verstehen? Ja, im Prinzip kann man das so sagen, ja. Diese ganze Werkstatt hier, die wird jetzt verlassen, dieses riesige Gebäude verlassen Sie jetzt und Sie geben damit den Ort jetzt hier auf, oder? Naja, was heißt aufgeben? Sie können ja immer noch zu mir kommen, aber sich das lohnt von der Strecke her... Es ist schon wesentlich weiter, als jetzt hier mal kurz um die Ecke zu fahren und dann bei dem Händler des Vertrauens zu sein, ne? Das ist so. Was soll ich machen, Herr Meier? Ja, hier bleiben. Also das Angebot war ja auch nicht ganz so schlecht und weiß auch nicht. Also nur das Angebot jetzt alleine hat mich natürlich nicht überzeugt. Das würde ich jetzt auch sagen. Herr Peters, ich hab's gesehen, ich weiß nur, für mich würde sich das auch dreimal lohnen. Ich hab einen Riesenhof in Aussicht und die Feldfläche soll wohl auch ganz gut sein. Für mich wäre das auch alles kein Problem, aber ich glaube, da wird's Stress und Streit geben in dem neuen Ortsteil, weil viele haben da ein wesentlich schlechteres losgezogen. Wenn sie das unterstützen wollen, gut, ich kann sie nicht dran hindern, aber ein bisschen enttäuscht bin ich doch. Naja, was heißt unterstützen? Es geht ja darum, dass ich mit dem Jobst mache ich ja eine Gemeinschaft, eine GbR, und da wollen wir uns das dann machen, ne? Deswegen ist das. Aber, nichtsdestotrotz, wollen Sie einen Trecker kaufen oder was? Mit ein bisschen Rabatt. Mit ein bisschen Rabatt? Ja, ja. Ich wollte gerade danken, ablehnen, ne? Aber das Wort, damit haben Sie mich. Herr Peters, zeigen Sie mir mal, was Sie da haben. Das wäre jetzt irgendwie so, ist dann vermutlich der letzte Kauf bei Ihnen, ne? Aber irgendwie finde ich es echt schade. Ja, es ist mir auch nicht leicht gefallen, Herr Meier. Wissen Sie, ich war gerade ganz, ganz happy auf dem Feld, dass wir hier ein bisschen was schaffen können, dass die Sonne, naja gut, die Sonne tut sich heute ein bisschen schwer, aber es regnet zumindest nicht, dass wir noch ein bisschen Gülle fahren können und so. Das Ding hatten wir uns vor kurzem, hier ist es auch schon so leer, das sehe ich jetzt erst. Ja, gut, die ganzen Kundenmaschinen, die sind jetzt wieder bei ihrem, also das waren ja alles Kundenmaschinen vorher, ne? Ja. Sind natürlich jetzt wieder bei den Kunden und ich habe jetzt auch keine Aufträge mehr groß angenommen. Ja. Sie sind mit dem Güldner da, sagten Sie, ne? Ja. Wollten wir danach nochmal mit dem Frontlader eben fertig machen? Ich habe da die zwei anderen Bolzen jetzt bekommen. Soll ich Ihnen die nochmal fertig machen? Ja, machen Sie es ruhig. Ich lasse Ihnen den dann hier. Kriegen Sie es denn noch hin? Ich meine, ich dachte, Sie wollen... Ja, die Ersatzteile habe ich ja schon hier. Das dauert ja nicht lange. Kann ich dann eben auch gleich rumbringen einmal. Ja, wollen Sie sich... Ja, Sie hatten sich ja den New Holland mal angeguckt, ne? Ja. Hat jetzt so, wie er hier steht, 150 PS, das ist ein Vierzylinder.
Schön wendig. Ja. 150 PS. Und Sie hätten Sie dafür auch noch einen Frontlader oder wie sieht das da aus? Den könnte ich auch bestellen. Aber es gibt ja auch... Was ist denn der... Also müssen wir jetzt mal ein paar Sachen zu sagen. Sie haben eben von Rabatten gesprochen. Was ist der Listenpreis? Für wie viel könnten Sie mir so einen Teil hier verkaufen? Und was haben Sie noch so da? Ich muss mir jetzt gerade mal... Es war nicht der Plan, dass ich jetzt hier irgendwas einkaufe, sondern eigentlich also wollte ich hier Trecker, einfach nur hören von Ihnen, dass Sie nicht umziehen. Das Gegenteil ist der Fall. Jetzt muss ich mir mal irgendwie Gedanken machen hier. Also, der Trecker kostet normal um die 130.000. Ja. 90.000. 40.000 Euro Nachlass. Ja. Oh, köstlich. Wir bleiben mal drin. Ich merke mir das mal vor. Ich muss mir das noch mal ein bisschen überlegen. Bis wann? Sie wollen es vermutlich recht schnell jetzt loswerden, ne? Ich habe jetzt nicht wahnsinnig viel Bedenkzeit. Wenn ich es nicht nehme, kommt der nächste nicht mal an, ne? Ja. Ja, gut. Das war mir schon klar. Andere Idee. Sie meinten ja wegen Hochschlepper. Vielleicht käme mir auch ein Teleskoplader in Frage. Ja, was haben Sie denn da noch? Ich glaube, hier rechts steht an der großen Halle. Sehen Sie? Hier rechts. Ja. Ach, ein Glas. Das ist ja schön wendig, ne? Mit der Knicklenkung. Können Sie ja mal reinsetzen, ohne drehen. Würde ich gleich mal machen. Hatten Sie ja doch. Wie sieht es denn mal, da ne? preislich aus? Also, das fände ich natürlich schon extrem schick, so ein. Weil das haben wir auch noch nicht und das würde gut passen. Wir müssen ja immer mal so Strohballen und sowas dann in diesen Mixer da heben und ein bisschen aufräumen, ein bisschen sauber machen. So, solche Arbeiten könnte man natürlich ganz gut damit machen. Ganz so flexibel wie die kleinen Trecker kann man das zwar nicht einsetzen, aber dafür ja, gibt es da andere Anwendungsgebiete. Und ich habe ehrlich gesagt schon drüber nachgedacht, ob man jetzt hier oder eben im neuen Ortsteil, in der neuen Heimat, die ja dann sich jetzt vermutlich gar nicht mehr aufhalten lässt, ob man da vielleicht... mal eine BGA in Betrieb nimmt, eine Biogasanlage, dafür würde sich sowas ja auch ganz gut lohnen, ne? Oder eigentlich. Das ist, ja, flexibel einsetzbar ist so, ne? Mhm. Aber hatten Sie den Teleskopler, Sie hatten noch den Klaas mal mit, ne? Oder welchen hatten Sie? Ich kann mich nicht dran erinnern, kann sein, dass Sie mir den mal mitgegeben. Als Sie Bäume geschnitten hatten. Nee, da hatten Sie mir einen JCB mitgegeben. Also es war ein gelber, meine ich. Ach so, stimmt. Ja. Ja, können Sie also, ja mal reinsetzen. Schlüssel steckt. Kostet normal auch so knappe 100.000. Wie viel wären Sie denn bereit auszugeben? Alles, was ich jetzt sage, wäre frech. Sagen Sie mir einfach, was Ihr Limit ist. Dann. Nee, sagen Sie mal. Was würden Sie so denken? Also 100.000 würde der so kosten. Sie haben mir eben 40.000 Rabatt gegeben. Wenn Sie mir hier auch 40.000, dann wäre ich ein glücklicher Mann und würde das Ding vermutlich sofort nehmen. Für 60.000 kriege ich so einen Teil nie wieder. Nee, das ist richtig, ich auch nicht. Also, aber daran werden Sie keinen Gewinn machen, ne? Das ist uns beiden klar. Mit Schaufel und Gabel und Korb, 75. Ja, okay, 70. Wissen Sie was? Ich nehme den für 70 mit. Kann ich den jetzt direkt, haben Sie direkt, kann ich so mitnehmen? Ja, die Schaufel und die Gabel muss ich Ihnen dann noch mit nachliefern, ne? Ja. Wissen Sie was? Handschlag, wir machen das. Oh, für 70 nehme ich den mit. Das ist ja hervorragend. Trecker nicht mehr, also. Nee, ich glaube den Trecker. Können auch noch den Gabelstapler hier mitnehmen. Wir haben bald Folgendes. Ich habe vom Lohnunternehmen gehört, dass die wirklich im Moment sehr ausgebucht sind. So, wir brauchen das Lohnunternehmen auf jeden Fall für unseren Mais. Da werde ich jetzt auch kein Equipment, glaube ich, kaufen. Aber wir brauchen es auch für die Kartoffelernte. Da hatten wir auch schon mal drüber geredet. Ich habe da vorne, glaube ich, einen Teil gesehen. Ist das auch ein Kundenfahrzeug oder? Die Legemaschine? Also, oder meinen Sie jetzt hier den Roder dahin? Was war das da vorne? Das war eine Legemaschine, ne? Genau. Ja, hier hätten wir nochmal einen Roder. Haben Sie auch einen kleinen Roder? Ja, steht da, ne? Nein. Der liegt dann so bei. Ja, das ist nicht zu groß. Das ist auch zu groß, aber es könnte ja sein, dass Sie einen kleinen Roder haben. Könnte ich organisieren. Ja, aber gut. Aber dann wird da kein Rabatt drauf kommen. Nee. Die Legemaschine könnten Sie mitnehmen, ne? Für wie viel? Kostet auch so um die 100.000, ne? Boah, da könnte ich das Lohnunternehmen einige Male engagieren.
Das würde für die nächsten Jahre noch. Die könnten natürlich auch im Lohn Kartoffeln legen, ne? Ansonsten Maisdrehmaschine oder Rübendrehmaschine, sowas noch irgendwie? Zeigen Sie es mir einfach, was Sie jetzt noch so zum Verkauf haben. Ich wäre dumm, wenn ich jetzt hier nicht zugreifen würde. Weil es gibt ja schon ein paar Sachen, die mir auf dem Hof fehlen. Ne? Also machen wir uns nichts vor. Die Maisdrehmaschine habe ich jetzt gerade nicht stehen. Die wäre 4,5 Meter breit, wäre eine Querneland Optima. Ja, wäre 4,5 Meter. Aber die haben sie woanders irgendwie und könnten mir auch günstig. Die könnte ich gleich abholen, ja. Mhm. Und was wollen wir mit der Legemaschine machen? Haben sie da Interesse oder nicht? Oder? Also, ich muss mal jetzt gerade rechnen. Ich hatte jetzt auch eine ganz gute Ernte. Wissen Sie was? Die Legemaschine, die nehme ich auch, wenn ich die für. Was sagten Sie, kostet die neu? 100, ne? Also 100.000. Aber für 50 geben sie mir die nicht, ne? Ach, Maja. 100. Ja, sonst nehme ich die nicht mit, die Legemaschine, die Kartoffellegemaschine. Dann nehme ich die anderen zwei Sachen mit. Da wissen sie was. Machen sie auch, was sie wollen. Nehmen sie mit. Ne? 165. Ja. Klingt nicht so, als ob sie auch glücklich mit dem Deal sind. Ja, aber doch, machen wir so. Okay, dann danke ich Ihnen für das vermutlich letzte Geschäft bei Ihnen. Vielleicht komme ich später nach. Vielleicht auch nicht. Ich kann es im Moment noch nicht sagen. Ein paar Monate haben wir noch Zeit, um uns das irgendwie durch den Kopf gehen zu lassen. Ich verstehe Ihre Entscheidung, aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, schade finde ich es irgendwie schon. Ja, ich bin auch nicht glücklich. Ne? Also es ist natürlich schon. Ja, hat sich alles neu gebaut, aber so richtig, weiß ich nicht. So richtig laufen tut das auch nicht, ne? Ist doch irgendwie alles schwieriger geworden. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich bringe Ihnen die anderen Sachen vorbei, ne? Ja, okay. Gut, alles klar. Macht's gut, vielen Dank. Jo, tschüss. Tschüss. Ach ja. Ja, dann gehen wir mal hier schnell rein. Und fahren zurück zum Hof. Ein letztes Mal in diesen Hallen hier unterwegs. Schon ein komisches Gefühl. Naja, hat er erst neu gebaut hier, also das muss ich ja schon irgendwie rechnen. Ich bin mir sicher, der hat ein echt gutes Angebot bekommen, sonst würde man sowas, glaube ich, nicht machen. Aber, oh, was soll's. Ich glaube, da kommt schon der Nächste, der auch davon gehört hat. Ach, da ist der Schmidt. Moment, muss ich mal kurz aussteigen. Herr Schmidt? Schönen guten Tag. Mahlzeit. Sie haben es auch gehört, oder was führt Sie hierhin? Gehört, ja, das Gerücht. Ist das wahr? Ja. Okay. Ist wahr. Ja, ich finde es ultra schade, aber Sie können hier noch ein paar Schnapper mitnehmen. Also ich habe heute auch nochmal. Guten Tag. Ach, wie das. Ich habe heute auch nochmal ein paar Maschinen gekauft. Ich finde es schade. Vor allen Dingen, weil wir uns ja letztens noch zusammengesetzt hatten, aber naja, was soll's. Also wie ich sie kenne, wenn das heißt Schnäppchen, dann haben sie bestimmt nicht mehr den Teleskopler da. Wir verstehen uns. Tschüss, machen Sie es gut. Ja, ciao. Ah ja, ein Schlingel. So, fahren wir mal zurück zum Hof und dann werde ich den anderen mal die Neuheit hier präsentieren. Moin! Moin, Ansgar. Was hast du denn da mitgebracht? Ich war shoppen. Wie? Ich war shoppen und hab einen Teleskoplader für den Hof gekauft. Schickes Krass. Teil, oder? Kann man nichts sagen. Der sieht echt schnicke aus, Mensch. Die Staufel dazu kommt auch noch, also keine Sorge, ich hab's nicht ohne gekauft. Aber das ist schon schick, ne? Aber ich muss dir es leider sagen, du hattest recht. Und wie leider. Jetzt? Ohne ja, Witz? Ja. Leider tatsächlich, weil ich das echt schade finde, der Peters zieht aus. Der hört auf. Und warum? Irgendwas mit dem Azubi will er da irgendwie aufmachen jetzt und ich denke mal, also hat er jetzt so konkret nicht gesagt, aber ich denke, er wird auch einfach ein ähnlich gutes Angebot wie wir bekommen haben. Ja. Klar wird man da schwach, ich verstehe es irgendwie und klar Ach, geht ist der Weg. Ist Hämmern her oder ja, wie? Der zieht um. Also der macht hier dicht, verkauft seine Maschinen, dass er nicht alles rumtransportiert. Der ist auch schon richtig leer da. Also viele Maschinen hat er schon weg. Schmidt kauft jetzt sicherlich auch noch irgendwas bei dem. Also bald ist er leer. Ja. Ich sagte ehrlich. Schade, irgendwie kann ich es verstehen, aber ich finde es auch irgendwie schade. Der bringt noch eine Mais,
eine Einzelkorn-Saatmaschine und eine Kartoffellegemaschine. Die habe ich auch noch beide gekauft. Mensch, da hast du ja richtig Spendierhosen angehabt heute, ja, ne? Nee. Er hatte die Spendierhosen an. Rate mal, was ich dafür bezahlt habe. Also ja. Listenpreis liegt ungefähr bei, würde ich sagen, bei so 300.000 oder sowas. Ich wollte gerade sagen, also ich habe jetzt so, also mit 300, 350.000 habe ich wohl jetzt auch gerechnet, sowas, aber ich glaube nicht mehr, dass du die 250 oder sowas bezahlt hast, oder? Nee. Wie? Nee. Sonst hätte ich nicht gekauft. Ja, weniger? Weniger als 200, ja. Alter Schwede. So, ich werde das Ganze jetzt noch dem Oliver. Ja, du musst zugeben, das war ein intelligenter Kauf. Aber gut, der Peter zieht um, macht zu. Das ist hier so ein bisschen der Ausverkauf. Ich fahr mal rum, ne? Ja. Und nachher kannst du natürlich auch mal schnell ausprobieren. Ja, nächstes Fahrzeug hier. Müssen wir dann auch später alles vielleicht rum... Es wird noch... Naja. Gut. Dann müssen wir uns Tieflader besorgen, wenn wir umziehen. Ja, das geht auch ordentlich ins Geld, ne? Ja, das mal. Geht dann richtig ins Geld, ja. Naja, gut. Aber mal abwarten. Jo, mal abwarten. Ich glaube, da kommt ein Deutz auf den Hof. Ist das die Kartoffellegemaschine? Ja, das ist sie, glaube ich, Herr Peters. Gut. Dann wird es noch abgekoppelt. Das soll es allerdings soweit hier wieder von der Folge von Pharmatown gewesen sein. Ich sehe es zwiegespalten, muss ich sagen. Was sagt ihr dazu? Schreibt das gern in die Kommentare. Sollten wir jetzt auch endlich umziehen? Sollten wir Herrn Peters folgen? Oder sagt ihr, nein, wir bleiben im Mühlenkreis, auch wenn Herr Peters jetzt umgezogen ist. Herr Schmidt scheint ja auf jeden Fall noch zu bleiben. Viele andere sicherlich auch. Herr Käser war ja auch nicht ganz zufrieden. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Beratet mich da gern und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.